Und willkommen zurück zu High on Life. Nun, wir wollen uns hier noch ein bisschen umschauen. Tun wir dies. Da waren wir ja schon bei den ganz neckischen Dingen, die man sich reinschieben kann, wo man möchte. Mal schauen, was hier noch so geht. My brother told me Douglas is really into torture. Like sexually? Does it matter? Yes, to me it needs to be sexual. Why are you telling me this? I barely know you. Oh, my bad. Yeah, just sort of spilled out. Well, now you know. Do with it what you will. I'm not doing anything with it. Okay. It's weird. Ich habe eine Fliege rumfliegen. Das stört mich jetzt schon. Das erste Zeichen, dass der Sommer da ist. Ah, da komme ich von hinten rein. Okay. Dem da gefällt das. So, was haben wir hier oben? Hi. Don't touch me! Hey, watch out! My feet hurt! Ja. Alles wird gut. Okay. Oh! Hi! Gegenstand erhalten, Müllsack-Babys. Oh mein Gott. Dead Alec. Mhm. Tut mir leid, das hier sollte so etwas Lustiges wie anstrengender Alec sein. Und er redet über seine unbeliebtesten Anime-Synchros oder so etwas Langweiliges. Aber er ist gestorben, bevor wir ihn gezeichnet haben. Also ist er jetzt nur noch toter Alec. Okay. Das ist wild. Okay, okay. Wo soll ich eigentlich hin? Da hinten irgendwo. Okay. Dann kann ich mir zumindest das hier angucken. Douglas. Yeah, jeez, that guy scares the shit out of me. He was trying to play Gary alive at the party last night. He should have. Honestly, Gary's a racist. Oh yeah, Gary needs to be flayed alive for sure. Just, you know, there's a time and a place. Maybe we shouldn't be talking about this stuff out loud. Vielleicht. Richtig. Da wächst einfach ein Pilz in der Ecke. Hä? Der haut jetzt ab. Okay. Ist in Ordnung. Ah, der guckt sehr gierig. I can't believe Nipulon showed up. Oh, I saw. Nipulon is so cool. He was looking real good. Easily the hottest G3 officer. Whoa, whoa, whoa. Nipulon's not as hot as Sector Giblets. What? Nipulon's way hotter. Trust me. And he's got charisma. That goes a long way. Mhm. Ja, guck nicht so mit deinem Schwabbelhals. Wie den ihr Hals immer so komisch zuckt. Ist schon ein bisschen eklig. Okay, der ist komplett durch. Aha, irgendwo unten. Ja, gut. Look out, asshole. Ja, ist ja gut. Like they must run through these guys like I run through a sleeve of Oreos. Oh yeah, I've killed a few myself, to be honest. I can't say I blame you. Bunch of no good Gorzos coming here, you know, taking our jobs, eating our Oreos. Hey, why do you keep mentioning Oreos? Are they paying you or something? I have no idea what you're talking about, man. I am in no way affiliated with Nabisco or their parent company, Mondelez International. Okay. Oreos halt. Oreos sind geil, Oreos sind gut. Du und deine Karre. Du und deine Karre. Okay. Ich
weniger los, als ich erwartet habe. Um ehrlich zu sein. Okay, mit euch kann ich nicht reden. Ihr habt auch nichts. Nee. Was geht hier so? Ja, hier ist Wand. Das überrascht mich ja jetzt. Oh, wer bist denn du? Oh man, this place used to be way better before the G3 moved in. It was way more fun doing illegal shit before those guys decided to tell us how we need to do illegal shit. That's not what Port Turin was supposed to be about, man. Fuck it. Okay. Schön. What's this? Oh, they convinced me. Let's join the G3. Hm. Ultra überzeugt. Warum steht er so komisch hinter dem? Will er ihn schuppen? Willst du ihn schubsen? Du willst ihn doch schubsen. Das sehe ich doch. Ja, okay. Ich kann eigentlich nur weitergehen. Da komme ich nirgends oben drauf, oder? Ja, hier komme ich nur nach hier oben. Das bringt mir jetzt aber nur so bedingt irgendwas. Na ihr? I'm joining the G3. All my friends joined and they all died. So, hot stuff, why are you joining up? I don't know. This is just what we do. Our whole race. We just join the G3. It's just what we do. Yeah, it's what we all do. You seriously can't do anything else other than this. Yeah, man. Our whole race joins the G3. Well, 80% of us do, but the other 20%, we just sort of make fun of them until they join anyway. There's just no escaping it, but we're gonna kick some ass. Don't worry about me. I'm already resigned to dying in the battlefield. I've made peace with it. Okay. Ja, na dann, wenn du dich da schon mit abgefunden hast, ist doch alles fein. Erschießt dich doch gleich selber. We don't have anything against anyone who loves violence, but it's just not our bag, you know? Also, all our children are in their 30s at least, so this isn't about them. We don't really care if they die, we just happen to be moms who hate violence. I love Mothers Against Violence! I'm their biggest fan! Before they showed up, everyone here was just killing each other all the time. But now it's nice and normal. My dream is to marry one of the mothers, the cutest one. Natürlich. So, how did Mothers Against Violence come about? Well, mm-hmm. All us moms here in Dragtown got together at the hier last Sackgasse. Da oben sind welche. It would be fun to have small sectors where we don't was all kill each other all the time. We don't have anything against anyone who loves violence. Entschuldige, ich wollte nicht stören. Also, da bin ich mir zumindest ziemlich sicher. So this isn't about them. We don't really care if they die. We just have to ich muss wieder da hoch. Da sind halt noch welche. Komm mal hier. Da. Hier ist zu, ne? Ja, das sieht sehr zu aus. Das ist ja gut. You were all at the party last night, right? Douglas was fucked up. Oh yeah, that guy was pounding the back like a full-grown Scribulon, which are like the Irish of space, in case you didn't know. But you do know, we all know space stuff. Yeah, goddamn, I don't want to stereotype, but I bet 50 pesos Douglas has some Scribulish blood. You know what? I'm gonna go look into that. Okay. Have fun out there, kids. I'm Senator Thomas Michael Phillips, and I support... Damn, can you believe they built all this on the bottom of an asteroid? I'm not gonna lie, it's a good place to hide out, I mean, but yeah. Ja, hast schon gar nicht mal so unrecht. Na, der hat richtig einen Rennfahreranzug an. Noise, möchte ich mal so sagen, Noise. Naja, da ist auf jeden Fall der Weg, okay. Hey! Ja, heul nicht rum. So, und hier gab's nichts mehr. Hier war nur das. Okay. Ja, dann können wir noch folgen. Dann ist hier ein bisschen weniger los, als erwartet.
habe. Interessant. Sehr interessant. Nee, das reicht nicht. Da komme ich auch nicht sonderlich weit, aber ich käme bis da hoch. Aber nicht hier rüber. Moment. Ich hätte das gerne. Senator Thomas Michael Phillips. Nee, das reicht noch nicht ganz. Ist hier noch irgendwas, wo ich mich draufstellen kann oder so? Das reicht nicht. Ja. Mein Fuß in deinem Gesicht. Nee, noch höher geht nicht. Das ist die gleiche Höhe. Okay. Ah, da ist aber so ein Wandlaufding, ne? Wenn ich das richtig sehe. Sind das diese Wandlaufdinger eventuell? Hm, bin ich mir nicht mal sicher. Wer weiß. Ist dann auf jeden Fall jetzt nicht drin. Wir gehen mal weiter. Ja, bitte, bitte, gerne. Oh, okay, jetzt wird's unangenehm. Hello there, my child. I'm from a sweet little organization called Mothers for Violence. And you're about to enter a sector under our jurisdiction. That's right. There's Mothers Against Violence. And then natürlich. There's us. Mothers for Violence. We're a little different. We're not violent. And we want to go. Und es geht direkt los, ja? Ah, die beschießen sich erstmal selber. Das ist in Ordnung. Whoa, look at that! Look at that! They got they're fucking dealing with some Kreebles over there, dumb fucks. Ja, weiß nicht. Was heißt hier? Ja, ich will dich heiraten. Ist ja ekelhaft. Ich will aber nicht. Guck mal hier noch in den Ecken. Der hängt da irgendwie fest. Ich habe ihm mal geholfen. Hammer's. Ja, nicht ganz. Würde der endlich sterben da hinten? Jetzt ist er tot. Da drüben ist aber noch irgendeiner. Von wo aus? Ja, das ist eine Biene. Eine Biene.
Okay. Geh mal rüber. Okay, I guess let's just kill them all. That's for ruining my life. Von wo kam das? Da. Ach, ihr hässlichen, kleinen, ekelhaften. Kommt, traut euch. Nailed him. Soll noch einer sein. Da. You know we're just gonna kill you, right? Ja, ja, ist ja gut. Leben, Treffer. So. Wohin geht's hier eigentlich? Nirgends. Okay, okay, hier ist eh Sackgasse. Das ist fein für mich. Hier drauf muss was sein. Oder? Oder da drauf? Er wird noch geschossen. Right through the skull. Tot oder nicht tot? Das ist hier die Frage. Okay, genau. Ach, hier ist das Ding. Alles klar. Oh, hier lebt auch noch irgendjemand. Muss wahrscheinlich erst das Gebiet komplett gesäubert haben, ne? Show yourself. Ja, gleich sofort. Nicht dein Ernst. Ich komm gleich und hol dich. We're gonna win, guys. Ihr winnt hier einen Scheiß. Sogar zwei davon. Au. Ach, da, guck mal einer an. Nice shooting, Bounty Hunter. Damn. Wow, those mothers weren't kidding around. That was violent. Yep. Ja, damit. Habe ich mir verdient. So, und da drüben natürlich auch. Einfach so hoch. Ja. Sehr gut. Haben wir wieder zwei. Sonst sehe ich aber nichts. Na gut. Ja, dann kann ich eigentlich noch weitergehen. Was ist denn das für eine komische Tür? Das führt auch woanders. Nee, das führt nicht woanders. Führt das woanders hin? Nee. Oh. Ah. Okay, die Schutzbarrieren kann man auch weghauen. Ja gut. Das hätte man wissen müssen. Wusste ich nicht. So, sonst sehe ich ja nichts. Können wir weiter? Aha. Gedenkstätte für Thomas Michael. Jetzt habe ich zu langsam gelesen. Weil ich mich völlig verlesen habe. Es ist wieder wundervoll, wenn du mitten in der Nacht am Zocken bist. Dann ist Lesen immer so schön. Okay. Ich sehe hier nicht viel. Ist das gut oder ist das schlecht? Oh, ich sehe wow, da drüben was. A real G3 training facility. Maybe Douglas does the training in person. Aha. Da kann ich auf jeden Fall Dinge dingsen. Und tuten tun.
Okay, listen. Let's try to get inside. The last one was about joining the G3, but this one is about how I love torturing. It's not an ad. Okay, oh, da kann ich auch. Aha. Okay. Ja, damit kam ich runter. Careful, I'm contagious. Ja, entspann dich. Ich gehe nur mal kurz hier. Hey, you can trust me. He's fine, I'm trustworthy, I promise. Ich vertraue dir einen Scheiß. Als ob ich dem traue. Psst, hey you, check this out. I got some goop here. You're gonna love it. You can use it to sneak in. Come over here. How old are you? Was geht denn bei dir? Was bist du für einer? Hey there. Thanks for coming over here. I'm the goop guy around these parts. You wanna sneak in the G3 facilities? You gotta get covered in goop. That's just how it goes. My stuff's quality. So you want some goop, right? Gib uns den Schleim. You know what? Yes. How about a big fat yes? Let's go. Perfect. Head down the alley there and just let the magic happen, I guess. Don't worry. First goop's on me. Just tell all your buddies about it. I'm the goop guy. I do goop stuff. Huh. Jetzt traue ich ihm noch weniger. Geh in diese dunkle Gasse. Psst. Hey you. Check this out. I got some goop here. You're gonna love it. You can use it to sneak in. Come over here. How old are you? Yeah. Oh my god. Oh my god. Not what I was thinking it would be. Hey, you can trust me. It's fine. I'm trustworthy. I promise. Ja, na klar, es ist ultra vertrauenswürdig. Ah, okay. Werde vollgeschleimt. Okay. Hey, you can trust me. It's fine. I'm trustworthy. This I promise. Fucking so my god. Smell! Oh my god, I'm gonna fucking throw up. Okay, I'm alright. Okay. Oh my god, this better fucking work. Hey, look at you. You're all gooped up. I gotta be honest. It won't last long. It's not the real stuff. So you better be quick. Get in, get out. Don't stay in there too long. Don't lollygag, because this stuff's gonna fall off. That's the goop guy promise. That's the guarantee. You're 18, right, by the way? Okay, thank you. Let's just go. Okay. Hey, mind if I ask? When did you hear about my services? I just need to know so I can target my ads better. I'm trying to expand. My brother does a really good job in this business over in Blim, and I want to get on his level. I mean, Dragtown is nice, tourists love to come here and get gooped, get a little taste of what it's like to be in the G3. They love it. They can't get enough. But maybe there's some untapped clientele out there for me to pounce on. I'm looking for cold, hard marketing data. I'll make some forms you can fill out, but be extremely thorough. You can tell me exactly how you found out about me. Oh, and you gotta give me a good review. You gotta. Giving you a sweet deal on my goop. So you better pay it forward, give me 5 stars. I want the full 5, no less. I see you giving me 4, I'm gonna flip out. And you're 18, right? Ja, bin ich. Jetzt sehe ich aus wie die anderen. Oh, nee. Jetzt weiß ich, wo der Schleim herkommt. Ich bin... Bist du in Dragtown? Die Stadt ist echt der Hammer. Kommt drauf an. Das letzte Mal, als ich da war, bin ich total abgestürzt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber die Wehen haben eingesetzt und irgendein Scheiß Fetisch Mist. Ist mir in Natura passiert. Ach, Fetischmist. Natürlich. Das war echt verrückt. Das ist Dragtown. Ich habe keine Ahnung, was mit den Kindern passiert ist. Ja, okay. Ich glaube auch nicht, dass das eine große Rolle spielt. Ich bin jetzt auf jeden Fall gelb. So. Und von hier aus dürfte ich doch hier Dinger dran schießen können. Warte, ich muss mal... Ja, du bist natürlich auch vollgeschleimt. Reicht das? Okay.
Aha. Okay. Hat es einen Grund, dass ich hier hoch kann? Ja. Nice. Ja, nun. Kann ich da einfach rüberschwingen? Ja, okay. Das bringt mir nur so bedingt was. Oh. Ah. Oh. Nee. Aber ich komme darauf. Theoretisch. Ja. Ich glaube, ich muss mehr Anlauf nehmen. Dann machen wir mal so. Puh. Okay, das wird ein bisschen komplizierter als gedacht. Okay. Wie kriege ich denn das umgeklappt? Kann ich hier einfach den hier machen? Kann ich. Okay, und nun? Nun bin ich hier. Da muss ich hin. Nur wie? Hallo. Danke. Oh, Müllsackbaby. Ah, wenigstens lebt's diesmal. Drooling Julian, okay. Sabbernder Julian. Schau, wir werden einfach mit dir gleichziehen. Er sabbert, weil er so geil ist. Okay. Es ist wie ein Tex Avery Wolf-Ding. Er sieht einen heißen Außerirdischen und fängt einfach an zu sabbern. Wie ein Comichund. Und wurde wie ein echter Hund kastriert. Das ist fantastisch. Da muss ich hin. Wie komme ich da hin? Okay. Ich muss da irgendwie hin. Ich muss da irgendwie hin. Nee. Nee. Okay, das ist zu hoch. Mist. Kann ich immer mit Anlauf machen? Das ist so ein hässliches Geschicksding. Nee, das reicht nicht. Aber auch von da oben, von hier losspringen und bis darüber, dann komme ich da trotzdem nicht ran. Ha. Complicated. Hi. Pardon me. Entschuldige ebenso. Wo soll ich denn überhaupt hin? Irgendwo da hinten. Frage ist wie? Lass mich hier durch. Danke. Okay. Ach, du gehst. Did you feel that chemistry there? Ja, ich habe die Chemie zwischen uns sowas von gespürt. Okay. Ja, die Zeit ist eh ran. Ich würde mal sagen, wir machen Folgenende und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Achso.
Ah, nicht so einer schon wieder. Oh mein Gott. Den muss ich mir nächste Folge antun. Ja gut, dann sage ich mal ganz frech, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann und ciao, ciao. PlayStation.